Dieses Kribbeln im Bauch, Wahnsinn. Und das ist sie, die einzige Kletterhalle in Bensheim und im Gebiet der IHK Darmstadt Rhein-Main-Neckar. Und mittlerweile ein Publikumsmagnet weit über die Grenzen des Rhein-Main-Gebietes hinaus. Seit Ende September 2007 gibt es hier neue Aufstiegsmöglichkeiten. Mit 120 Kletterhallentouren, einer Wandhöhe von 13 Metern, einem Indoor-Hochseilgarten und Kletterkursen für klein und groß. Des Weiteren haben wir hier eine Sauna, wir haben überkletterbare Fenster, das bedeutet, wir haben hier sehr viel Tageslicht, man sieht auch immer, was draußen los ist. Wir haben ja auch ganz gemütliche Atmosphäre in unserem Bistro mit Kaminofen, ganz tolle Terrassen und es ist auch weiterhin ein Außenbereich geplant. Bis diese Kletterhalle stand, das war ein langer und harter Weg für die beiden Jungunternehmer Michael Dreißigacker und Erich Otto. 2 Jahre Vorplanung und ein Dreivierteljahr Bauzeit, dann war es soweit. Und seit gut einem halben Jahr geht es Schritt für Schritt nach oben. Klar ist, dass sich jeder fragen wird, mit einer Kletterhalle wird man da reich? Ist es so, dass jetzt hier die nächsten großen fetten Urlaube gefragt sind? Steht irgendwann mal der dicke Wagen vor der Tür? Kann ich ganz klar mit einem deutlichen Nein beantworten. Wir gehören allerdings nicht zu den Menschen, die hier die Tränen in den Augen haben. Wir können gut davon leben. Ich möchte nur mal kurz in Erinnerung rufen, dass wir vorher 16, 17 Jahre bei Mercedes gearbeitet haben in der Gießerei. Unser Ziel war es gewesen, dass wir das gleiche Geld verdienen, was wir vorher gehabt haben. Das können wir sagen, haben wir erreicht. Wir sagen uns aber auch, das Geld, was wir verdienen, möchten wir wieder reinvestieren in die Kletterhalle. Das bedeutet, eine Außenkletteranlage zu planen. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dieses Lebensgefühl weiter zu transportieren. Obwohl die beiden Existenzgründer einen sicheren Arbeitsplatz und einen gut bezahlten Nebenjob hatten, haben sie ihren Lebenstraum Kletterhalle verwirklicht, bei dem die Unternehmensförderung und Starthilfe der IHK Darmstadt Rhein-Main-Neckar maßgeblich beteiligt ist. Wir haben den beiden Gründern hier sehr gerne geholfen, weil hier sehr innovative, sehr fachkundige Gründer hier zur Existenzgründer angestanden haben. Ein ganz interessantes Projekt, das bundesweit eigentlich seinesgleichen sucht. Wir haben hierzu entsprechende Vergleichsdaten über Stiftung Warentest, wo wir sehen konnten, wo hier ganz besonders herausragende Unterschiede zu bestehenden Kletterhallen im Bundesgebiet entsprechend bestehen. Ob ein Existenzgründer Unterstützung erhält und in welcher Form, entscheidet die IHK anhand bestimmter Kriterien. Die finanziellen Voraussetzungen heißt, ich muss natürlich auch einen gewissen Eigenanteil an Eigenmitteln bringen können. Es wird von den Banken erwartet, dass entsprechende Sicherheiten zur Verfügung gestellt werden. Wir helfen den Gründern dabei, dass vielleicht eine Ausfallbürgschaft bei der Wirtschaftsbank beantragt werden kann. Wir geben für die Gründer Gutachten ab an die Wirtschaftsbank, dass hier die Bank entsprechende Sicherheiten hält, wo sie gerne unterstützen würde mit finanziellen Mitteln, aber die Sicherheiten möglicherweise nicht ausreichend da sind. Und wir helfen natürlich auch bei der Frage der Erstellung des Businessplans. Wir haben einen interaktiven Businessplan auf unserer Internetseite, wo wir im ständigen Kontakt sind, damit der Gründer sich vorbereiten kann auf das Bankgespräch, um dann alle Fragen so beantwortet zu haben, damit er auch glaubhaft und schlüssig und auch besonders nachvollziehbar einem Banker verkaufen kann, warum diese Idee gerade jetzt hier besonders finanziell unterstützt werden soll. Für die beiden Bergsträßer gilt es nun, weitere Sprünge nach vorne zu machen. Erstes Ziel, tagsüber unter der Woche mehr Besucher. Die Voraussetzung ist gut, denn dadurch, dass die Halle keine Trennwände hat, eignet sich dieses Kletterkonstrukt ideal für Firmen-Events, Seminare und Produktpräsentationen. Und auch Tierbesitzer können hier Kletterkassi gehen.